Hallo zu dem kleinen Unboxing-Video. Ich habe hier das Spiel Moomist von Infocom. Das ist ein Text-Adventure von 1986. Und ich habe das Glück gehabt, dass dieses Spiel noch in seiner Originalfolie daherkommt. Daher dachte ich, ich mache ein kleines Unboxing. Um den Puristen, die alles eingeschweißt haben wollen, einfach mal ein bisschen auf den Keks zu gehen. Die Schrumpffolie selber ist weitestgehend intakt. Sie hat lediglich hier ein kleines Loch. Da bin ich aber nicht sicher, ob das produktionstechnisch ist oder ob das eingerissen ist, keine Ahnung. Was halt ein wenig auffällt, hinten ist sie ein klein wenig runzlig und die Kanten sind schon etwas eingedrückt. Ich vermute mal, das kommt einfach daher, dass die Folie mit der Zeit an Spannkraft verloren hat und sich zusammengezogen hat. Aber das sollte nicht mehr lange der Fall sein. So, schauen wir noch mal ganz kurz. Das ist die. Andersrum. Das ist die Vorderseite mit dem wunderschönen Artwork. Das ist eine Standard-Graybox. Auf der Rückseite ein längerer Text und man sieht hier in der Grafik schön, was alles enthalten sein soll. Und eine Sache, die mich bei Infocom-Spielen grundsätzlich immer fasziniert: Die Teile haben eine ISBN-Nummer. Das heißt, die wurden ganz normal wie Bücher behandelt. Dann wollen wir mal. Machen wir auch hier mal einen kleinen Einriss. Das muss ich ein bisschen einfacher machen. So. Dann geht sie hin, die Folie. $10 hat es mal gekostet. Das ist mittlerweile deutlich mehr wert. So, dann schauen wir doch mal. Das Schöne bei den Infocom-Spielen, die verhalten sich auch sehr buchlastig. Das heißt, wenn ich hier aufschlage, dann hängt hier drinnen zum einen die Legenden der Geister von Cornwall, also ein kleines Infomaterial als Vorgeschichte. Schön mit gefakten Bibliotheksstempeln. Und auch sonst sehr, sehr wertig gemacht. Und in der zweiten Hälfte des Buches dann die eigentliche Anleitung. Das heißt, die Erklärung, wie der Parser funktioniert, wie man die Räume wechselt, allgemeine Verben. Infocom hat da immer schon sehr ausführliche Parser gehabt. Und auf der Rückseite kommt dann das Eigentliche, nämlich wenn ich hier den Deckel abnehme, dann kommen hier die ganzen Feelies. Das erste, was hier schon entgegenkommt, das ist eine Bügelfolie. Denn man konnte nämlich sein eigenes T-Shirt damit bedrucken und so quasi seinen eigenen Fanartikel erstellen. Dann haben wir Infomaterial über das Schloss, das wir im Spiel besichtigen sollen, inklusive den Plänen. Und einige Briefe. Damals ja wirklich alles sehr aufwendig gestaltet, also es ist nicht einfach nur gedruckt, es ist wirkliches Briefpapier, also schweres Papier, das auch noch eine eigene Signatur oben hat. Das Ganze ist handgeschrieben und dann kopiert
kopiert worden. Also es ist wirklich schon so gestaltet, dass man in das Spiel eingeführt wird, schon allein durch die Beigaben. Da nochmal ein Hilferuf, ebenfalls auf dem hoteleigenen Briefpapier. Es war faszinierend, wie viel Mühe sich Infocom damals gegeben hat, schon allein durch die Beigaben die Stimmung zu erzeugen. Dann noch einmal, was eigentlich jedem Spiel beigelegen ist, eine Referenzkarte fürs jeweilige System mit den ganzen Ladeanweisungen und Hinweise, wie Speichern und Skripten funktioniert. Dann die eigentliche Diskette, in dem Fall die Atari ST-Version. Das Spiel ist hier anscheinend beidseitig drauf, also schon etwas umfangreicher. Eine Registrierungskarte bei Infocom. Der Passport, wie er späteren Spielen beilag, das ist quasi der Infocom-Katalog über alle vorherigen Spiele, Wishbringer in dem Fall, oder die Sorg-Trilogie. Und das war's in dem Fall schon. Sämtliche Beigaben, außer jetzt den Werbemittel am Ende, dienen tatsächlich nicht nur der Stimmung vorab, sondern sind teilweise auch Kopierschutz. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass innerhalb dieser Briefe Sachen drinstehen, die später im Spiel abgefragt werden, innerhalb der Story. Das heißt, dass man dann irgendwo was eingeben muss oder irgendeine bestimmte Eingabe machen muss, um das Spiel überhaupt vollenden zu können. Im Prinzip war es das tatsächlich auch schon. Damit habe ich tatsächlich jetzt mein Spiel etwas an. Dadurch hat mein Spiel jetzt tatsächlich etwas an Wert verloren, dafür aber an Spielbarkeit gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Servus!